So, hallo und herzlich willkommen, hier ist euer TCG-Channel, wieder mit mir, dem Marlon. Heute widmen wir uns Thunder Dragon. Habe mich letztens auch mal wieder mit Dual Overlord auseinandergesetzt und mit den neuen Karten. Und mir ist so aufgefallen, so Sachen wie ja, Anaconda oder auch Union Carrier oder auch Dinge wie diese, die kannst du einfach so ziemlich in jedes Deck reinschmeißen. Und ich muss sagen, das, was ich jetzt hier so ein bisschen umgebaut habe, gefällt mir bisher ganz gut. So, dementsprechend dachte ich mir, ich zeige es euch mal. Extra Deck. Main Deck. Fangen wir einfach mal an. So. Wir spielen natürlich immer noch unsere drei Donnerdrachen. Nichts Neues da. 3 Hawk, 3 Dark, 3 Raw, 3 Matrix und 3 Batteriemänner. Darüber hinaus 2 Duo, 3 Chaos Dragon Levianier, eine Kollapsschlange, ein Wyvern Buster, 3x die Luna, weil Finsternis zu verbannen ist und 2x2 stärker als Licht. Trotzdem noch eine DN. Und ja, falls jemand Fragen hat, in der Regel belege ich so mein Sandwich, wie ich hier gerade die Karten aufbaue, aber passt schon. Da wir jetzt 3 spielen dürfen, spielen wir auch 3. Umso mehr Karten vom Gegner wechseln, umso besser. Dann habe ich hier drin eine Raubpflanzen-Engine reingeschmissen, die meiner Meinung nach ziemlich gut ist. So ziemlich in jedem Deck eigentlich kannst du jetzt schon Raubpflanzen-Turbo bauen, meiner Meinung nach. Weil du suchst dir damit einfach letztendlich Instant Fusion, gehst dann noch Marvelous und dann hast du automatisch im Prinzip schon von ganz alleine die gesamte Infinite Negate Combo, wenn du so möchtest. So, wir spielen 3 Ragnarwurz, 2 Lenin Kobras und 2 Einzelfeuerblüten. Man kann auch 3 Einzelfeuerblüten spielen, aber 2 reichen. Und dann natürlich, damit das im Extra Deck auch alles Bedeutung hat, spielen wir natürlich die 3 Zerstörungsschwert des Drachenbasses, damit der Gegner kein Extra Deck hat. Und natürlich den Nebelteil Goldadler mit dem Donnervogel zusammen, damit der Gegner dann natürlich auch keine Möglichkeit hat, irgendwas zu machen. Und je nachdem, was für ein Matchup wir haben, können wir natürlich variieren, entscheiden, was wollen wir machen. Das beides hier ist letztendlich nur möglich mit der Predator Plant Engine, weil du dann eben halt auf das geflügelte Ungeheuer kommst, eben halt durch Marvelous, aber ansonsten ist es völlig egal, ansonsten gehst du halt auf ein Zerstörungsschwert, ist auch okay. Wir spielen ja auch immer noch Sachen wie Apollosa, so dementsprechend können wir natürlich auch andere Negates legen als in Infinite. An Zauberkarten. Immer noch 3 Allure. Immer noch so ziemlich beste Karte des Decks. 3 Topf der Begierden. Das Ding ist, das Deck spielt so viele Engines und hat so viele Win-Options, selbst wenn wir tatsächlich mal den Donnervogel verbannen sollten oder den Drachenbuster oder was auch immer wir gerade vorgehabt hatten, dann gehst du halt auf die Apollosa und Titan oder andere Sachen. Machst du irgendwelche Faxen-Standard-Plays halt. Du hast genug Möglichkeiten, selbst wenn du die eine Engine banishst, du hast immer noch auf die andere Zugriff. Dann natürlich 3 Donnerdrachen-Fusion. 3 vom Grab gerufen. Und dann der Haufen One-Offs. Ein Goldsack. Ein One-for-One. Ein Foolish. Eine Reborn. Eine DDR-Reinkarnation. Ein Topf der Trägheit. Und die eine Instant Fusion. So, kommen wir zum Extra-Deck. Generell hat sich da nicht viel geändert. Wir spielen immer noch ein Boros Sword, ein Cerberus, ein Apollosa, nur jetzt kommen die neuen, ein Seamorg, ein Union Carrier und natürlich die Raubpflanze Werte Anaconda. Das sind im Prinzip die 3 neuen. Phoenix und Ninkurivo immer noch für Going Second, immer noch sehr gut. Dann natürlich Titan. Auf 3 einen doppelköpfigen Donnerdrachen. Wenn wir Koloss noch hätten, würden wir stattdessen Koloss spielen, aber haben wir nicht. Ein Caminary Attack, ein Marvelous und natürlich ein 1000-äugiges Opfer, dass du für jede Situation Instant Fusion Target hast, wenn du es haben möchtest. Und selbst wenn du nicht brauchst, hast du halt. Du hast auf jeden Fall genug Options. So, dann kommen wir mal zum Combo-Teil. So, und zwar die erste Combo, die ich euch vorstelle, sind 3 Karten. Das ist erstmal relativ viel. Es geht nur darum, dass du damit einen Discard hast und eine Möglichkeit hast, noch auf ein oder 2 andere Monster zu kommen, damit du die komplette Infinite Negate Combo rauskriegst. Zuerst was du machst, Einzelfeuerblüte beschwören. Vergutest du dann natürlich für die nächste Einzelfeuerblüte. Wenn du auch wieder Tribut ist für die Raubpflanze. Raubpflanze-Effekt, löst das Gebrüll ab. Special ist Lilienkobra. Lilienkobra suchst dir die Instant Fusion.
Und dann kannst du den Hawk abschmeißen, den Rose Spezial beschwören, Instant Fusion aktivieren, für Marvelous. Und dann könnt ihr da dann auch schon in aller Ruhe ganz bequem auf den Link 3 gehen. Für den Seamog, die Oberherrschaft, Raw-Effekt, specialt uns dann halt Dark vom Deck. Können wir mit den beiden ohne Probleme den Union Carrier gehen. Effekt Dark, gibt es noch eine Fusion. Können wir die Fusion aktivieren. Mischen wir Dark, Raw und Hawk wieder rein. Für einen Titan. Dann Union Carrier Effekt, targeten wir natürlich den Seamog. Den Nebelteil Donnervogel. Und dann in der Endphase beschwert sich dann der Goldadler. Das war jetzt so schon mal die erste Kombo, die du so spielen kannst. So, wenn ihr jetzt natürlich keine Raubpflanze gezogen habt, sondern sowas hier, normal Batteriemann-Effekt, legt ihr einfach Raw vom Deck rein. Hawk-Effekt, Special Draw, Batteriemann, Solar, ihr bekommt Token. Ne, solche Standardsachen. Da könnt ihr dann ganz bequem Apollosia und Titan draus zaubern. Dann gehst du hier auf Link 2. Meinetwegen auf Werte Anaconda, ist egal. Und Special Slam Dark vom Deck. So, hier hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Du kannst jetzt entweder direkt auf die Apollosia gehen, suchst dir die Fusion, hast dann Apollosia und eben halt Titan. Oder aber du gehst jetzt hier, weil beide sind Donner, also ein Typ, auf Union Carrier. Suchst dir dann natürlich das, was du haben willst. Fusion brauchst du nicht mal zwangsläufig, weil du hast die Anaconda da liegen. So. Und dann kannst du dir in aller Ruhe, was weiß ich, was du da jetzt haben willst. Hawk hatten wir schon. Kannst dir den hier suchen oder auch meinetwegen eine Matrix, damit du einen Schuss hast. Ist auch relativ egal. So. Dann Werte Anaconda-Effekt. Fusion rein. 1, 2, 3 ins Deck. Hast dann Titan. Dann Werte Anaconda. Wird er zu Finsternis. Und dann können wir ihn natürlich mit dem Union Carrier vom Deck ausrüsten, mit dem, was wir haben wollen. Und somit hat der Gegner dann erstmal kein extra Deck. So. Das sind so die Möglichkeiten, die ihr mit diesem Deck hier habt. Sehr viele Varianten möglich. Man kann aus ziemlich jeder Hand alles bauen und du hast immer sehr viele verschiedene Möglichkeiten, auf was du jetzt genau gehen möchtest, und ja, ist auf jeden Fall mega geil. Von daher, ich hoffe, euch hat das Deckprofil und diese kleine Combo-Einführung gefallen. Wenn ihr da natürlich noch Ideen habt für das Deck, dann lasst mich das gerne wissen. Ich bin soweit erstmal relativ zufrieden. Ist auf jeden Fall immer spannend, weil du kommst immer auf verschiedene Boards mit den Händen und ist immer wieder geil, vor allen Dingen wenn du dann da hin und wieder so Bombo-Kombos raushaust, weil wenn du tatsächlich mal mit 5 Handkarten startest in dem Haufen hier, Junge, was du da für Boards rausbekommst, das ist insane. Das ist, dass du dann teilweise auch mal gerne Werte Anaconda, den hier liegen, oder auch Apollosia und den Seamog zusammen, also ist auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. So, von daher, haltet die Ohren steif, bleibt zu Hause. Spielt das Deck hier vielleicht auch auf Duelingburg, wenn ihr euch beschäftigen wollt. Und wie gesagt, wenn ihr Anregungen, Kritik habt oder sogar noch Verbesserungsvorschläge, immer her damit. Ansonsten, wie immer, Daumen da lassen, Abo auch gerne, und dann sieht man sich beim nächsten Mal.